Ja, servus Leute und willkommen zu diesem Video. Ja, wie ihr vielleicht im letzten GoPro-Video feststellen konntet, haben wir jetzt eine GoPro Hero 8 am Start. Normalerweise filmen wir standardmäßig immer mit der GoPro Hero 7, jetzt aber mit der GoPro Hero 8. Und in diesem Video gehen wir einfach mal durch. Die verschiedenen Auflösungen, vielleicht die Bildwiederholungsraten und ja, mal mit Hypersmooth ausprobieren, ohne Hypersmooth ausprobieren, mal sehen, wie die Kamera sich da so schlägt. Die größte Änderung ist ja jetzt bei der Kamera, dass sie einen 100 Mbit-Modus hat. Das heißt, die Datenrate pro Pixel ist eine höhere. Das heißt, die Bildqualität sollte entsprechend höher sein als bei der GoPro Hero 7. Aber ob man das wirklich merkt. Besser, oder bessere Farben vielleicht auch. Und vielleicht auch bessere Farben, genau. Aber ob man das überhaupt merkt oder ob da wirklich ein Unterschied feststellbar ist zu GoPro Hero 7, das werden wir jetzt erfahren. Los geht's. Without your love. Also die größte Änderung, die es hier gibt, oder eine der Änderungen, das ist, dass es hier verschiedene Presets gibt. Und man kann hier über Plus noch ein Preset hinzufügen oder die bestehenden Presets quasi über den kleinen Kugelschreiber noch abändern. Ich habe jetzt bisher nur die zwei Presets, einmal den Standardmodus und einmal Slow-Mo. Und dann kann man immer super schnell switchen, wenn man mal auf dem Trail ist. Super cool. Schade, dass das nicht früher gab. Also ein Preset ist quasi einfach nur eine vorgefertigte Einstellung, dass man schon im Vorhinein sagen kann, okay, mein Preset Slow-Mo hat immer die Auflösung 1080 und 240 FPS und meine normale Auflösung ist immer 4K und 30 FPS. So kann man dann immer schnell switchen, ohne dass man immer vorher extra alles einstellen muss, sondern hat dann immer nur mit einem Klick quasi schon die Einstellungen drin. Your love.